Karl und Anke trennten sich und alle dachten endlich, und der Euro war noch gar nicht da. Die Geduld der Leute war unendlich und aus Bonn kam viel Blabla. Die Arbeitslosenzahlen stiegen weiter und es ging um Gentechnologie. Die grauen Städte kämpften tapfer gegen Graffiti. Das war in den 90er Jahren, das war nicht irgendwann. Das war in dem Jahr, als Jan Ullrich die Tour de France gewann. Die Oder trat über die Ufer und sie tat einen mächtigen Schritt. So stopfte sie das Sommerloch und alle halfen mit. Auch unsere gute Bundeswehr, die zeigte sich ganz groß. Sie war erstaunlich kreativ und drehte Videos. Das war in den 90er Jahren, das war nicht irgendwann. Das war in dem Jahr, als Jan Ullrich die Tour de France gewann. Versace starb und Lady Di, das tat sehr vielen weh. Allen Ginsberg und Mutter Teresa, sie alle sagten Ade. James Stewart und Robert Mitchum, den ich so gerne seh. Und in Bolivien fanden sie fast alle Knochen von Che. Das war in den 90er Jahren, das war nicht irgendwann. Das war in dem Jahr, als Jan Ullrich die Tour de France gewann. Es gab Sexualverbrechen und Ausländerfeindlichkeit. Die Polizei war überlastet wegen der Sparsamkeit. Aber einen hat sie gut beschützt, da waren alle froh. Das war ein schwerer Junge, der hieß Castor oder so. Ja, damals glaubten viele an ihre große Chance und manche gewannen im Lotto und einer die Tour de France. Das war in den 90er Jahren, das war nicht irgendwann. Das war in dem Jahr, als Jan Ullrich die Tour de France gewann. Dankeschön. Vielen Dank.